Medpack habe ich zu früh genommen. Ja, mehrere von denen. Kriegt die großen ausgeschaltet. Hätte man Raketenwerfung. Keine Ahnung, wie wir den nutzen können. Vielleicht können wir sneaky durch. Wahrscheinlich nicht, weil die sehen uns sofort, wenn wir aus dem Tunnel kommen. Natürlich sehr geil, wenn wir hier sneaky durchkämen. Okay, können es ja noch mal versuchen. Der wirklich denkt, der denkt mal schlecht durch. Ich bin am Arsch. Jetzt bin ich geliefert. Gibt es wahrscheinlich keine Heilung drin. Ach du Scheiße, das ist noch einer. Man den kleinen. Puh. Bisschen Heilung wäre jetzt nett. Die Super Soldaten. Keine Munition mehr. Okay, er ist down. Wow. Ich glaube, die Luft ist rein. Nein, ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt nichts zu verkacken. Ich habe noch wenig Munition, aber
Scheiße, Mann. Das war so gut. Das war so gut. Und willkommen zurück. Wir müssen zum Wesentlichen eigentlich nur Sneaky bis da unten schaffen. Dann können wir von dem Loch aus können wir eigentlich viel. Jetzt mal Raketen der Munition. Das müsste doch eigentlich was wert sein. Mit welchem Ding können wir die Raketenwerfer abschießen? Das ist ja fast optimal. Muss nur die Munition reichen. Ich hab noch 100 Schaden. 100 Teilung. Das ist sehr gut. Taktischer Schuss. Da ist einer. Mit lauter Munition. Okay, der ist weg. Nice. Da müsste gleich noch ein Bus rauskommen. Ja. Da ist Heilung, die ich noch nicht brauche. Ja, nun. Und sonst so? Ach so, hier muss ich hoch. Ich bin Hangar.
Willkommen zurück in Berlin, das war ein Jumpscare. Auch wenn ich es erwartet habe. Vielleicht können Sie was gegen die Angreifer unternehmen. Und passen Sie auf Wyatt auf. Mein Herz. Er hat keine Munition mehr und kann sich nicht verteidigen. Kriegen wir doch hin. Mit genügend Munition, die wir nicht haben. Dieser Hund ist ziemlich sauer. Tja. Am Arsch. Ich habe keine Munition mehr. Jetzt habe ich ein kleines Problem. Ich muss noch zur Heilung hier. Ja, das war klar. Nein, das braucht ich eigentlich nicht. Brauche ich davon mehr Munition? Nix. Oh Scheiße. Ah, Scheiße. Oh, Scheiße. Sollen wir den ausschalten? Das wären nur zwei Tiers. Wie? Ich meine, wir kriegen den irgendwie da drunter, aber. Kacke, Mann. Offline ist ja nicht wirklich möglich. Wüssten wir diese Raketen.
Raketenwerfer benutzen. Oh, scheiße, 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 scheiße. Falschhoffe. Das wird doch nichts, das wird doch nichts, das wird doch nichts. Scheiße, 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 scheiße. Schnell weg hier. Ich bin so gut wie tot. Ist der überhaupt besiegbar? Ich frage nur so für einen Freund. Mit Raketenwerfern vielleicht, aber ich habe noch keinen von denen besiegt. Ich habe sie immer irgendwo drunter eingequetscht oder so. Das ist ja mal die Taktik. Wir müssen ihn jetzt besiegen, oder? Es gibt keine Möglichkeit, das jetzt zu überspringen. Scheiße, das Ding ist schon weg. Oh, nice. Besiegt. Gerade gesagt, das können wir nicht besiegen. Ich glaube es ja selbst nicht. Einsteigen, Jungs! Wir haben noch was vor! Leute retten! Es ist noch nicht vorbei! Na komm. Woran scheitert das jetzt? Er lebt noch. Du bist ein Junge. Weißt du das? Das habe ich ja nicht dran geglaubt. Ein guter Junge. Da habe ich dich doch nicht geglaubt. Du bist auf dich allein gestellt. Dass er noch lebt. Wir sind alle allein. Immer. Auch wenn es nicht so aussieht. Jetzt musst du aufhören zu weinen und anfangen zu kämpfen. Ich wünschte, du könntest sie sehen. Die Kraft und die Stärke in dir. Max! Max! Hass! 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 Wow. Das U-Boot, was wir besitzen, das die Nazis geklaut haben. Nicht schlecht. Das ist grausam, so zu träumen und dann in der Wirklichkeit aufzuwachen. Manchmal muss man sich wirklich daran erinnern, wofür man eigentlich kämpft. Träume können grausam sein. Es ist soweit. Nach dem, was wir über Totenkopfs Basis wissen, werden die Gefangenen in den unteren Etagen bei den Versuchslabors festgehalten. Der richtige Moment ist dabei entscheidend. Wir haben jetzt die Entschlüsselungscodes.
Wir nähern uns unter Wasser, tauchen erst kurz vor der Basis auf. Sie zerstören die Außenmauer mit der Kanone und dringen in die Basis ein, so schnell wie sie nur können. Nun, sie werden das Feuer erwidern, deshalb müssen wir schnell abtauchen, um größere Schäden zu vermeiden. Dann bringen wir das Boot auf sichere Entfernung. Wenn sie drin sind, dringen sie in die unteren Stockwerke vor. Befreien sie die Gefangenen, wir schicken den Hubschrauber rein. Sind alle dann sicher in der Luft, machen wir die Sprengköpfe scharf. Zünden die Atombomben, ebnen alles ein. Wegen Totenkopf vom Erdboden. Passen Sie auf. Klingt nach einem Plan. Wir sehen uns auf der anderen Seite, Captain. Max Haas! Ach ja, der Max. Max Haas. Mit Abstand der beste Charakter im Spiel. Jetzt wird hier weiter geballert oder was? Bestimmt bei der Totenkopfbasis. Vorsicht auf dem Weg zur Kanone. Wir machen schnelle Fahrt und die Strömung dürfte ziemlich stark sein. Okay. Sekunde, Cap. Mache das Geschütz bereit. Wir kommen näher. 200 Meter. 100 Meter. Okay. Soll ich schießen? Mal ins Ufer schwimmen, beziehungsweise in die Festung. Dann geht das Geballere wieder los. In der Totenkopfbasis. Okay, da hat es kurz gebackt. Anja, ich komm dich holen. In diese Hallen setzen, vergessen Sie nicht, dass Sie sich einer Zivilisation entgegenstellen, die alle anderen übertrifft. Denken Sie daran, wenn ich die Maschinenmenschen loslasse. Oh, Scheiße. Die haben wir noch nicht benutzen können. Wappnen wir uns zum Kampf. Limit erreicht ist immer was, was ich gerne sehe. Nicht mitten im Kampf, aber jetzt hier. Ich bin bei Ihnen zu Hause, General. Wird heute also Geschichte geschrieben. Erstmal müssen wir gegen Hunderte von
Supersoldaten kämpfen. Ach du Scheiße, so einer. Nicht hier mal um. Panzerung kann hier nicht schaden. Und mal kurz. Den Beton kann man ja einfach durchschießen. Das ist Beton. Heilung brauche ich noch nicht. Okay. Zur Verwaltung. Ich wechsle die Position. Das ist so ein Roboter, oh verdammt. Schön. Ich schätze mal, wir müssen dort lang. Ich bin ein Befreier. Hier geht's runter. Damit erreicht, das ist gut. Diese Statuen hier, der stark ins Stahl ist. Okay.
Alter Schwede. Ist noch einer von denen.